Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und willkommen zurück zu einer weiteren Folge, ja, Mountain Blade Bannerlords. Und ich habe jetzt nochmal von vorne angefangen, denn ich habe das Tutorial gespielt, durchgespielt und da war noch ein bisschen Story dabei. Und zwar, ja, haben wir ein bisschen geübt für unseren Bruder, haben quasi die Aufgabe bekommen, dass... Also unsere Verwandten sind gekidnappt worden, auf Deutsch gesagt, und unser Bruder sorgt für die Information, wo sie sind, und wir sollen uns quasi um das Geld kümmern. Na, ja, zum Charakter habe ich diesmal einen aus dem, das hieß Batania oder so, es wirkte wie Britannien, nur etwas anders. Background Story habe ich jetzt nicht so drauf geachtet auf die Charaktere, weil mich interessieren die Werte. Ich bin sehr auf Leadership und Tactics gegangen, damit mir ja viele Leute folgen. Und ich habe eine Sache umgestellt, und zwar, wenn wir, ich hoffe, es funktioniert auch so, es ist auch das Richtige, weil ich bin mir nicht 100% sicher, aber wenn wir sterben, quasi, ich könnte jetzt normal immer wieder neu laden, aber wenn ich tot bin, bin ich tot quasi und wir spielen mit einem Verwandten von mir weiter. Die Idee finde ich cool. Ob die Umsetzung, ob ich das Richtige ausgewählt habe, weiß ich nicht. Das werden wir dann sehen, falls ich denn mal dahin vegetiere. So, wir haben hier noch Punkte zu vergeben. Reiten finde ich mal immer nicht verkehrt. Mindestens ein Punkt vielleicht mal reintun. Zweihandwaffe brauche ich jetzt nicht. Erstmal Engineering will ich auch ein bisschen mehr haben. Für Belagerungswaffen, die es ja jetzt gibt in diesem Spiel. Und ich hoffe, den Rest lernen wir so wie bei den alten Mountain Blade Spielen, indem wir das einfach benutzen. Umso mehr wir es benutzen, so war es früher, umso mehr, umso schneller lernen wir es. Oder wir lernen es generell. Wenn ich jetzt nur mit dem Bogen spiele, dann kriegen wir für die Erfahrungspunkte für Bogen quasi selbst. Ich weiß nicht, ob es noch so ist. Ich hoffe es einfach mal. So, dann Quests, ja. Wir haben diese Sachen zu erfüllen. 20 Leute, 2000 Goldstücke. Reach Clan Tier. Also wir müssen uns irgendwo einschleimen, auf Deutsch gesagt. Und das weiß ich nicht. Hire One Company. Irgendein Held vielleicht, der zu uns kommt. Oder Kompanien, ja. Weiß ich. Ja. Anwerben, wahrscheinlich ein Held anwerben ist damit gemeint. Gehe ich mal von aus in meiner Kompanie. Gehe ich mal von aus. Dann müssen wir noch mit 10 Leuten über dieses. Ja. Über dieses Zeug da reden. Nie Wetzel, irgendwas. Das interessiert mich aber eher weniger. Generell stellt sich jetzt für mich die Frage, da ich ja einen von diesem, also jedes Volk, was man am Anfang auswählt, hat einen Vorteil. Wir hatten vorher irgendwas genommen, damit unsere Truppen 10% schneller lernen. Aber das, da ich ja so viel schlachte, kommt das automatisch. Wir haben einen Vorteil, dass wir uns in 10% ein bisschen mehr schneller bewegen. Ist eigentlich gar nicht doof, weil ich weiß noch nicht, welche Fraktion ich mich anschließe. Auf jeden Fall nicht diese an... Also die arabischen eher nicht. Wikinger auch nicht. Wikinger mag ich zwar vom Stil, aber es ist andauernd kalt. Das gefällt mir nicht. Das ist andauernd Schneegebiet. Bah! Weil ich ja schon sehe, es ist mir kalt. Ja klar, diese sag mal, gotischen, britannischen... die sehen ja schon hier viel grün aus. Hier bei den Roten ist viel grün. Weil das gibt uns, wie gesagt, einen Boost quasi. Wir können gegen andere Leute vielleicht eher abhauen, wenn wir Scheiße bauen. Und ich habe vor, Scheiße zu bauen. wir können ja ein bisschen... Das ist ja unser Startgebiet quasi. Ich weiß nicht, ob ich jetzt mit denen Best Friends sein muss. Ich würde jetzt, weil hier ist ja irgendwo, genau, hier ist das Trainingsfeld. Ich glaube, es gibt es auch nur hier. Und darum war die Story quasi hier, rekrutieren ein bisschen Leute, ein bisschen handeln. Dann 10 paar Looters töten. Die Looters haben dir gesagt, hey, hier ist ein Geheimversteck. Musstest du erobern, töten. Und dann war das auch schon zu Ende. War jetzt nichts Berauschendes.
Ich weiß es nicht. Also ich überlege ja, am besten ist es ja, einen Punkt zu haben, wo du viele Fronten hast. Ich hatte jetzt die gespielt, auch nochmal für mich alleine. Und ich habe ja nur quasi die hier als Front. Ja, doch, 1, 2, 3, 4. Hier habe ich auch nur 1, 2, 3, 4. Eigentlich hat man überall immer 4. 1, 2, 3, 4, 5. Die haben sogar noch mehr. Die 1, 2, 3, 4, 5. Ja, die beiden in der Mitte sind natürlich am interessantesten. Aber ich glaube, das sind so die eher. Das ist so das fallende Reich, was viel Wissen hat. Das sind hier so eher die römischen Leute. Das ist jetzt eigentlich nicht so eher mein Ding, aber wir können es ja mal versuchen, bei denen hier einzuschleimen. Weil ich mag die Sarazenen als Gegner. Das erinnert mich so ein bisschen an Kreuzritter. Finde ich einfach toll. So Kreuzzüge. Also jetzt historisch gesehen nicht, aber so als Setting finde ich das toll. Wir brauchen sowieso erstmal irgendwie Truppen, Leute. Können uns rekrutieren. Was ich auch, wenn wir uns jetzt diese Fraktion anschließen, können wir ja hier quasi ein bisschen Scheiße bauen. Das heißt, vielleicht Dörfer überfallen. Müssen wir uns Dörfer raussuchen, die irgendwie am Rand sind. Weil früher ging das, habe ich immer nur die Dörfer genommen, die so am Rand sind, wo die Borgen weit auseinander waren, die angegriffen. Und ja. Wir brauchen Truppen, Truppen, Truppen. Maximal 21 können wir nehmen erstmal. Hast du auch was Günstiges zu futtern? Es gibt am Anfang nur Getreide. So. Dann verlassen wir hier dieses Dorf. Dann machen wir mal zum nächsten. Kester auf der Hand. Lassen wir erstmal in Ruhe. Da sind Looters, aber sind wir zu wenig für. Ah, was haben wir an Speed? 5,8. Der hat 5,0 und die haben 3,4. Das ist nämlich auch nicht uninteressant zu wissen, wie die Geschwindigkeit ist. Gerade wenn man verfolgt wird. Darum, wenn man viele Kavallerieeinheiten hat, macht das natürlich, ist man natürlich schneller. So, hi, ich bin Heinrich. Wer bist du? So, das ist Ulbos vom Haus Petros oder so. Ich wollte mal nach diesem Nerez Folli oder wie man das auch aussprechen mag, nach dieser Schlacht mal befragen. Ja, also, war im Jahr 1077 und halt der Kaiser ist damals gefallen. Ich lese mir jetzt nicht durch. Ich will nur ein bisschen rumquatschen hier, dass ich das abgehakt habe. Aber ich glaube, es war eine falsche Person, mit der wir nicht reden müssen. Dann auf zum nächsten Dorf. Und da ich ja diesen Dauertod sperren möchte, und ich möchte natürlich, dass Heinrich so lange wie möglich lebt, muss ich darauf achten, was ich mache. Das muss ich mir jedes Mal wieder, sag ich mal, selbst einbläuen. Das heißt, nur Leute angreifen, wenn man in Überzahl ist, würde ich mal behaupten, so 2 zu 1 ist eigentlich ganz gut. Ah ja, und diesmal habe ich einen anderen Löwen genommen, den man auch erkennt als Löwen. Es gibt noch diesen englischen Löwen, aber die Engländer hatten damals ja 3 übereinander, glaube ich. Und das kann ich natürlich nicht nehmen, das erinnert mich immer an diesen englischen Löwen, an die Engländer, das wollen wir natürlich nicht. Ah, wie viel Gold haben wir noch? Wir wollen jetzt nicht nur das ganze Gold verballern. Und man kann ja auch mal ein bisschen so Looters rekrutieren, die man die quasi bekämpft. Aber jetzt 16 ist schon mal eine gute Zahl. Hier ist jetzt Waldgebiet. Vielleicht ist das gar nicht so verkehrt. Ich suche immer noch ein Dorf, was... Die sind alle jetzt so gelegt, dass sie eigentlich gar nicht weit weg von irgendwelchen Burgen sind. Kommt man hier durchs Wasser, dass man abhauen kann? Karawanen überfallen kann man erst auch später machen. Wie gesagt, da sind es... Oh.
Hier mal einen Haufen Looters. Looters klingt irgendwie so komisch. Plünderer oder... Ja, Räuber klingt doch viel cooler. So, surrender or die. Ihr sollt sterben. Dann müssen wir ein bisschen üben. Ist fast ausgeglichen. So, ich hatte jetzt vom Aufnahmetool auch die Buttons geändert. Das heißt, ich kann jetzt mit F1 und Co. Hantieren, was auch Sinn macht. Wir haben zurzeit alles nur einfache Leute. Wir könnten jetzt sagen, follow me. Wir machen aber nicht follow me. Wir wollen eigentlich line. Fall back. Stop. Keep your ground! Warriors! Genau, Lineform. Und ich hätte gerne ein Schildwall. Schildwall ist F2. Shield forward! Ah, ich glaube, ich sehe ein Problem. Ihr habt alle keine Schilder. Jetzt werden die beworfen. Na dann... follow me. Ja, schön in der Axt ins Gesicht. Ah, ich treffe mit der Axt nicht so gut. Und... Hier bleiben. Ei! Fuck. Bleib stehen, du Hund. Ich brauche XP. Bleib stehen. Ich muss dich leider töten. Ich brauche XP. Ah, verdammte Axt. Bleib doch mal hier. Ich brauche eine längere Axt. Meine Axt ist zu kurz. Dann piekse ich dich. Halt. Muss ich pieksen? Ach, geht doch. So, Schlacht gewonnen. Haben wir überhaupt einen verloren? Nee, ne? Ich hätte sie doch stehen lassen sollen. Also mit Kavallerie ist das Folgen ganz gut, weil Flankieren ist immer wichtig. Und mein Löwe ist nicht ganz auf der Flagge. Scheiße! Mein Löwe ist zu groß. So, und wir können auch schon die ersten... Machen wir die ersten zu Bogenschützen. So, das gibt ein bisschen Obst und Gemüse. Nehmen wir den Tuch, das Tuch. Kann weg, kann weg, kann weg. Das könnte schon besser sein. Nein, ist es nicht. Stiefel sind auch nicht besser. Okay, in den anderen Fraktionen, mit denen ich immer angefangen habe, waren die Stiefel immer die schlechteste. Stiefel und Oberteile konnte ich halt immer gleich von den normalen Räubern benutzen. So, dann nehmen wir auch gleich die nächsten. Ah ne, da sind 9, die nehmen wir. Was ich nicht weiß, ob man... Also ich habe es mir schon früher mal gewünscht, dass man sich quasi selbst einen Banditenunterschlupf bauen müsste oder könnte. Wenn das gehen würde, das wäre so schön. Könnte man richtig mal Bandit spielen, weil Händler ist nicht so mein Ding. Ich glaube, auch in diesem Spiel kommst du ohne Kampf nicht aus. Aber vielleicht braucht man erst, wenn man selber Karawanen bauen kann. Vielleicht macht das dann auch Spaß, diese Karawanen zu beschützen. Mal einen Schluck trinken. Oh, im Dunkeln. Ja, you must die. Ja, ich könnte meine Truppen senden, ich will aber dann nochmal selber spielen. So. Ich glaube, da sie keine Schilder haben... Oh doch, warte mal. Arrows! Was ich gerne hätte, Bogenschützen weiter nach hinten. Get moving! So, dann bin ich auch schon zufrieden. Und ich übe noch mal ein bisschen mit meinem Spieß. Oh, hier hätte man das Gelände ganz gut benutzen können. Ah, ist das dunkel! Ich habe euch nicht gesehen! Aua! Ich habe gerade geguckt, aber dann hätte sie das schön vor die Schlucht positionieren können. Jetzt haben wir ein bisschen auseinandergezogen. Ah, ich treffe nicht.
Jetzt habe ich den ganzen Vortrag schon wieder verschossen. Weil die Idee war wirklich gerade die bisschen auseinanderzuziehen. Und dann immer, wenn es möglich ist, wenn keine Bäume da sind, von hinten anzugreifen. Ja, aber die machen das ganz gut. Ja, mein Löwe ist nicht ganz drauf. Das ist natürlich doof. Eine Heugabel. Die Waffe überhaupt. Hier, Armschutz. Das ist schon mal schlecht. War mein Auge gerade weiter rechts? Oh, keine Gefangenen gemacht. Das ist natürlich schade. Dieses Dorf sieht aber auch gut aus. Es ist ja gerade keiner hier, ne? Was ist, wenn wir sagen mal, hier, feindliche Aktionen? Das Dorf hat 73 Verteidiger? Hm. 73 finde ich ja ein bisschen hardcore, also. Ja, dann war es das schon mit meiner Banditenkarriere. Da habe ich mir jetzt was anderes vorgestellt. Dann müssen wir leider gebrauchte Klamotten verkaufen. Eine Heugabel. Verkaufen wir Secondhand-Klamotten. Ah, da ist meine Axt. Oh, ich wollte gerade sagen, wo ist meine Axt, ey? Das gefällt mir ja so gar nicht gerade. Ich habe eigentlich gehofft, dass ich jetzt schon mit 18 Leuten oder so die Dörfer befallen kann. Da habe ich mich aber geschnitten. Oh, da. Regeas Party. Ah, das ist, glaube ich, die Herrscherin. Ah, Batanains, oder wie. Ich weiß nicht, wie man es aussprechen mag. Genau, das ist die nette Dame. Sei gegrüßt. So, aber du kannst mir doch bestimmt was von der Schlacht erzählen, denn ihr Mann ist, glaube ich, in der Schlacht gestorben. Und sie hat quasi, ja, die Macht übernommen. Ja, die Schlacht war ein Desaster. Ja, ihr Ehemann war ein, ja, Held. Und ich glaube, das war ja auch eine richtige Person, genau. Gibt's hier Missionen? Ja, ich will eigentlich hier keine Mission machen. Genau, das haben wir. Haben wir zwei Nahkämpfer. Wir könnten, das ist jetzt auch nochmal das Versteck. Zwei Raiders sind drin, zwei Banditen, das ist natürlich nicht viel. Dann lohnt sich das Ganze ja gar nicht.
Hidden Hand. Ich weiß nicht, was es mit dieser Fraktion hier auf sich hat. Patri... Ja, ich weiß nicht, was das für... Ob das jetzt auch eher so freie Ritter sind oder Raubritter, so wie ich. Gerade eben, weil wir gehören ja keiner Fraktion an. Ich hätte jetzt am liebsten hier dieses Banditenversteck gekillt. Aber das Problem ist, wenn die natürlich, ja, nur zwei Leute drin sind, dann ist da auch nicht viel Loot zu holen. Und wir können schon ein... zwei Gefangene rekrutieren und sind bald eigentlich demnächst auf unsere Maximalzahl von Mitarbeitern, freien Mitarbeitern hier. Wir können ja mal gucken, ob es ein Turnier gibt. Und da haben wir noch ein paar Looter, also ein paar Räuber. Die rennen auch zur Stadt. Zeonika. Irgendwie sind wir zu langsam. In der Nacht 2,4. Ah, der rennt uns weg. Jetzt haben wir 4,0. Er hat im Wald weniger. Im Wald haben wir jetzt 3,8. Okay. Trotzdem rennen die uns weg. Entkommt und seid glücklich. Okay, jetzt haben wir gar keine Gefangene mehr. Jetzt haben wir alle Leute rekrutiert. Ich will nochmal hier in Zeonika rein und mal gucken, ob es da vielleicht ein Turnier gibt. Das habe ich jetzt, ich habe ein zweites Mal für mich angefangen quasi. Und ja, Turniere waren super. Ich habe gleich zwei, drei hintereinander gemacht. Ich bin die großen Städte abgeritten nach Turnieren und habe damit mein Geld erstmal verdient. Hab dann noch Waffen bekommen, die ich gleich wieder verkauft habe. Ich habe von drei, habe ich zwei gewonnen. Natürlich, wenn man Geld hat, kann man das auch noch verwetten. Das war jetzt auch nicht so unklug. Und jetzt habe ich auch echt in meinem Maul... Jetzt habe ich auch echt gesagt, dass ich von zwei, drei Turnieren zwei gewonnen habe. Wäre jetzt natürlich peinlich, wenn ich verliere. Wir machen mal glatt mit hier. Es gibt auch eine neue Axt für mich. Schwarzes Herz. Also das ist natürlich eine Axt. Das ist ja wie für mich gemacht. Das ist eine tolle Axt. Und es gibt eine Frau. Scheiße. Zelea the Black. Die könnte man kaufen, wenn man Geld hätte. Also es ist wahrscheinlich eine Heldin quasi. Auch die können sterben. So, das müssen wir leider skippen. So, ich würde sagen, ich habe eine gute Chance. you can... Gut. Ich weiß nicht, ob das jetzt every round... Naja. Ich habe aber, glaube ich, nicht so viel. Ne? Ach, machen wir eher kleine Summen. So. Ach, du Kacke. Fuck you. Bleib doch mal stehen. So. So. Runde 1, ich hab nichts gemacht. Juhu. Ich bin gut. Das können wir jetzt skippen. Dann bieten wir. Auch Kleinvieh macht Mist. So, ah, Einzelkampf. Hey! Ah. Blau, hilf mir mal! Ja!
Ich weiß gerade nicht, welcher schlimmer von den beiden ist. Na los! Ah, fuck you! Come on! Boah, Alter. Mir fällt gerade ein, ich habe die letzten Schlachten wahrscheinlich, also Turniere auch gut gespielt, weil ich da auch schon bessere Rüstung hatte. Das habe ich ja jetzt nicht. Fällt mir gerade so ein. Puh. Aber wir sind ja schon mal in der dritten Runde. Das Schlimme ist, diese der Veteran, der macht mich fertig. Das weiß ich jetzt schon. Wenn ich mit denen im Turnier bin, also im Finale, dann verliere ich. Das eine Mal hatte ich gewonnen, weil ich am Ende so einen Schwertkampf wie gerade eben machen musste, bloß gegen Bogenschütze. Und der hat natürlich keine Chance gehabt. Das war halt ulkig. Scheiße. Fuck you. Geh mir aus der Sicht. Yes. Oh, ich habe meinen Kumpel getroffen? Oder war... Ich weiß es nicht. Manavilation. Ich habe keine Ahnung, ob der besser ist als die andere, als der Veteran. Ich hoffe mal nicht. So, heidi ho, Schweinebacke. Er hat auf jeden Fall Panzerung. Nein, der kam an! Ah. Ah, du Sack! Yes! Knappe Sache. Pass auf, die Axt ist jetzt bestimmt beschissener als meine, die ich schon habe. Gut. Ja, es gibt eine Schmiede mittlerweile. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon gezeigt habe. Oh, kleine Maus. So, ich kann quasi ein Standardschwert machen, aber mir fehlen die Ressourcen. Das habe ich bisher noch nicht rausgefunden, wie ich an die komme. Ich kann auch irgendwie selber schmelzen. Ach, das geht jetzt. Ich habe, glaube ich, jetzt auch Stufe 2. Mit meinen vorigen Charakteren hatte ich immer nur Stufe 1. Da konnte ich nicht schmelzen. Ich werde jetzt bestimmt nicht diese das schwarze Herz schmelzen. Definitiv nicht. So, wir haben hier jemanden, der nennt sich Spider. Olichor the Spider. Naja. Die Spinne, ich musste immer an Game of Thrones denken. Die Spinne mit seinen Vögeln, oder was es da war. Oh, das laden wir jetzt schon lang. Was ich auch sagen muss, diese Bilder, ne? Diese halb gezeichneten, getuschten Bilder hier, finde ich ganz nett. Also ich finde die passig. Die gefallen mir wirklich auch. Also. Was lädt denn jetzt so lange? Ist das jetzt der erste Absturz? Also ich habe jetzt schon ein paar Stunden gespielt. Bisher, auch wenn es ein Early Access Game ist, keine Abstürze. Nichts, also nicht sowas, dass ich hart nicht weiterspielen konnte. Da habe ich schon andere Early Access Spiele gespielt, wo ich nicht weiterkam, wo ich dann in Objekten hängen geblieben bin oder so. Das habe ich hier noch nicht gehabt. Muss man ja mal gesagt haben. Ja, mein Name ist Heinrich. Ne? Was hast du denn? Nee, Question habe ich nicht. Keine Fragen verlassen will ich nicht. Ich will mal wissen, was du brauchst. Ich habe es, glaube ich, nicht ganz verstanden, was der will.
Darum, Kinder, passt immer gut auf in der Schule. Gerade was Englisch angeht. Irgendwann wollt ihr mal Mountain Blade zocken und dann braucht ihr Englisch. Er braucht irgendwas. Irgendwas soll ich kaufen. Aber ich hasse diese Mission von früher schon. Da muss ich alles abgrasen. Aber ich weiß nicht, was der will. Ich sag einfach mal ja. Achso, I have 5 loads of velvet. You can as well. Ich habe immer noch keine Ahnung, ich sage einfach ja. Ah! Stolen goods! Also wir haben jetzt gestohlene Ware gekauft, kann das sein? Also man kann jetzt hier auch so rumlaufen, man kann sich hier auch mit der Alt-Taste quasi, das mit dem Rumlaufen ging früher auch schon, aber mit der Alt-Taste die wichtigsten Personen anzeigen, das ist definitiv neu. Früher musste man nämlich immer nach den Ausgängen suchen. Und ich sehe da gerade rein zufällig noch. Ach, das ist aber die alles von dem Spider-Man da. Okay. Was ich auch noch gut finde, ist einfach über die Tab-Taste das Gelände zu verlassen. Weil so die ersten Male, wenn man ein neues Gebiet ist, dann guckt man sich die Stadt und die Taverne an. Das habe ich immer so gemacht. Aber später scheiße. Jetzt wollten wir verlassen und werden jetzt quasi erwischt. Das ist natürlich jetzt scheiße. Ja, er sagt auch, gestohlene Ware kaufen ist ein Verbrechen, bla bla bla. Heul doch rum, sag ich mal. Er würde es vergessen. Wenn wir ihm das geben und quasi ein Minusgeschäft machen. Ich weiß nicht, was passiert, wenn wir jetzt das zustimmen. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Adliger ist oder... Ich sag immer nö. Okay, was ist jetzt passiert? Questlog interessiert mich jetzt mal. Ja, go to another town, eine andere Stadt und verkauf es. Ah, wir haben es nicht an den Typen verkauft, das war auf jeden Fall wichtig wohl. Oder richtig. Richtig wichtig. Dann die Mucke gerade wieder. Ich möchte diese gestohlene Ware auch nicht in diesem Bereich verkaufen. Ich würde sie gerne in dem anderen Gebiet verkaufen. Habe ich die auch wirklich als Ware drinne? Ah, Velvet waren Stoffe oder Leinen. Und wir können mal die Axt gucken. Die Axt läuft ohne Schild, weil es eine Zweihand-Axt ist. Okay, dann nehmen wir das mal erstmal mit. Ich will aber später... auf jeden Fall kommt mir noch ein Schild ran. Und ich würde dann mir irgendwann noch mal einen Bogen oder Armbrust benutzen. Konnte man eigentlich immer gut gebrauchen. Also Armbrust sowieso, falls man dann verteidigen muss oder ja, bei Belagerungskämpfen. Da gab es tolle Situationen damals. Mit einer Armbrust mich gut an die Seite gestellt und alle Leute, die dann quasi sich vor einer... ich wollte die Burg angreifen quasi, dann kommst du mit einer Leiterchen...
stellst dich ran und deine Leute gehen hoch quasi. Und alle Leute, die immer oben verteidigen wollten, habe ich immer so einen Headshot gegeben. Und so mussten sie die konnten nicht so schnell die Reihen wieder auffüllen, wie ich sie weggeschossen habe. Das war nur mit 25 Schuss hatte ich so, aber trotzdem, das war schon nicht unwichtig. Weil gerade ja, wenn du verteidigst, müssen die Linien ja gehalten bleiben. Oh, ich muss mal ganz kurz da ein Kabel abmachen. Für die Mathilde, damit sie auch wieder Aufnahmen machen kann für euch. Weil wegen Homeoffice musste ich mir leider hier noch einen Zwischenrechner aufbauen, quasi. Ja, und ich klaue dir immer das Internet, weil WLAN kacke ist. WLAN und dann noch über VPN arbeiten ist scheiße. Ist einfach so. Ja, meine Kleine bestätigt das auch. Habt ihr bestimmt schon gehört, die liegt hier nämlich nicht nebenan. Einer muss ja mal ein Auge drauf haben. Also, Mathilde, nicht ich. So, dann verkaufen wir das mal. Was gibst du uns dafür? Jetzt hätte ich mal gucken müssen, was der Einkaufspreis war pro Stück. Das habe ich mir nicht notiert, aber ich gehe davon aus, dass das einfach so richtig ist. Nee, es war irgendwie 500 Tacken wert. Oh, schöne Helme haben die. Warte mal, ich cancel nochmal. $187 pro Stück und er verkauft sie aber... War noch auch gerade hier. Achso, er hätte sie mir wieder für 187 verkauft. So ein Scharlatan. Weil wir haben echt bald kein Geld mehr, sehe ich gerade. Wir brauchen ein bisschen Korn. Für die Truppen. Ich würde dann sagen, wir ziehen dann noch einmal weiter. Hier, 10 Tage haben wir Zeit. Hier gibt es irgendwie zu wenig Looters oder Leute, die man so töten, drangsalieren kann. Na komm, mal ein bisschen Speed hier. Solange da kein Looter in der Nähe ist, müssen wir hier nicht kriechen. Wir müssen einmal außen rumlaufen, ne? Na gut, da war einer. Echt zu langsam. So, 180 wollte einer uns geben. Was kriegen wir? Ah, fuck, hier kriegen wir sogar noch weniger. Das ist natürlich beschissen. Ah, von da kamen wir. Komm, wir reisen jetzt da nochmal hin. Hier ist nochmal ein Looter noch für zwischendurch. Gehen wir da ran. Ich brauch Geld. Nimm auch mehrere. Da, der ist ein Elfer. Die kriegen wir, komm. Rennt bitte, ja, mehr nach rechts, genau. Genau. Ah. Ah, schöne Zöpfe hast du da. Darf ich dir mal den Bart streichen? Hehe, mit meiner Axt. Außerdem haben wir eine Zweihand-Axt, die würde ich gerne nochmal testen. Habe ich im Spiel noch nicht gehabt. So, das heißt, wir gehen aus vom Hotelhütchen mal runter und ziehen mal die Zweihand-Axt. Ja, wollen wir warten.
Ja, ich sehe schon. Arrows! Arrows! Bogenschützen! Move! Beschützt mein Pferd! So. Also bitte nicht durch. Weil du hast ja nicht mit einer Waffe richtig. Du hast ja was im. Gott. Oh, hier, der hat ein Schild. Der ist gut. Oh, komm hier schon. Attacke, warte doch. Ah, die Axt, kann man gut auf Abstand kämpfen. Aber Deckung und so, also Schutz gibt's natürlich nicht, ne? Der Arm wirkt doch immer so lang, ne? Wenn er es so macht. Hm. Ja, wir haben gewonnen. Ist ja klar, Jungs. Alles gut. Oh, die werden aber verkauft. So, dann brauchen wir ein bisschen mehr Nahkämpfer. Und ein bisschen Korn. Ein Korn kriegen wir. Das ist auch schon mal schön. Jedes Körnchen ist ein Träumchen. So. Die 13 hätte ich auch noch mal gern. Die rennt auch gerade auf unserem Weg. Ey! Ach, toll. Nee, 7, da lohnt sich der Aufwand ja gar nicht. Ach komm, wenn du es unbedingt willst. Oh, das sind 13. Die will ich. Die bewegen sich auch gerade nicht. Oh, eine Karawane aus dem Süden. Die macht natürlich, vielleicht gut Geld. So. Speed hat er 4,9. Ich habe 5,3. Also kriegen wir die noch. Zur Not müssen wir unser Geld eben mit Sklaven verdienen. Also mit Gefangenen. Ist einfach so. Oh, die haben eine Arena. Man sieht sogar richtig, was die haben hier. Oh, Junge. Töte sie. Krieg sie doch endlich mal. Weil ich habe hier Angst, irgendwas war mit dem Doppelten auf dem Markt. Wenn wir das quasi, wie die 1000 Goldstücke nicht verdienen, dass der quasi von uns den Rest dann verlangt, habe ich so die Angst. Ob das wirklich so der Fall ist, weiß ich nicht. Kann ich die Zweihandaxt? Boah, geil. Ihr bleibt mal hier, ne? Das, warte mal. Footman, hear me! Move out! Nee, noch ein bisschen weiter. Forward! Nee, hier ist Onward! So. Move out! Bowman! Hier ist schon auf dem Hügel. Nein, fuck. Nein, fuck. Scheiße. Ich war noch im Truppenmenü. Ach, da triffst du ja gar nichts. Baum fällt. Mit der Geschwindigkeit des Pferdes und die magische Zweihaken-Axt. Treffe ich nichts. Boah, die fliegen ja richtig. Boah, 110 Schaden. Wer flieht noch? Wo flieht was? Die Zweihandachse ist ja besser als so ein Speer. Da mäst ihr richtig was runter. Das gefällt mir. So, dann brauchen wir mal einen Bogenschützen. Kein Korn, aber andere Sachen, die wir verkaufen können, müssen auf unser Gewicht achten. Was ich glaube, genau. 10 Kilo Basis, dann hast du 420 durch den Trupp. Und ich glaube auch, wenn du Pferde eroberst, kannst du auch mehr tragen. Alleine wenn du nur Pferde, glaube ich, im Inventar hast. So, dann sind wir wahrscheinlich durchs Ziel hinaus geschossen. Gehen wir nochmal zurück, das scheint eine große Stadt zu sein. Ich hoffe mal, dass die Tuch gebrauchen können. Ein bisschen flotter, wenn es geht.
Eigentlich tut man nebenbei. Früher hatte man ein Zelt. Also ich habe bisher noch nicht gefunden, ob es hier ein Zelt gibt. Man konnte sich quasi irgendwo hinsetzen. Man konnte da also im freien Feld ein Zelt. Man konnte natürlich angegriffen werden, aber man konnte ein Zelt aufstellen quasi. Und man konnte damit seinen Begleitern reden, Bücher lesen. Man konnte wirklich Bücher lesen und dadurch weitere Sachen lernen. Ich hoffe, das mit den Büchern haben sie noch drin, weil das finde ich cool. Natürlich musstest du ewig warten, bis du es gelernt hast. Man muss das Buch durchlesen. Aber das finde ich nicht verkehrt. So, wir haben, ich glaube, ein, zwei Gefangene. Aber bestimmt, oder? Dann gehen wir nochmal zur Taverne. Ja, toll, einen haben wir wahrscheinlich. Einen verkaufen wir. Helden können wir eh nicht gerade kaufen. Zu wenig Geld. Trades, genau. Die ganzen Sachen weg. Und ich glaube auch die Helden konnte man früher immer ausrüsten. Ich glaube, das könnten wir dann später auch machen. 129. Wir verschlechtern uns sogar. Wie viele Tage haben wir noch Zeit? Wo ist die Quest abgelaufen? Okay, ich hab's doch vermasselt. Fuck, da habe ich was falsch verstanden. Gut, dann reiten wir wieder zurück. Ich glaube, eins von den Städten hier gab wenigstens 180 oder 150. Schade. Ja, wir brauchen auf jeden Fall mehr Geld, weil wir brauchen mehr zu essen. Und mehr Essen steigert natürlich die Moral. Ach, der liegt, der läuft ja schon auf dem Weg hier, komm. Was ist das denn für 3,5? Wir haben 3,8. Genau. Auch Geld. Du musst sterben. Nein! Verdammt! Ich wollte doch nicht... Sorry, du musst wirklich sterben. Diesmal wirklich. Aber ich wollte meine Truppen senden. Na, schau an. Dann haben wir nämlich ein bisschen... einen Bogenschützen nehmen wir nochmal. Und hier können wir nochmal ein... Verbessern, ich sehe, das sollte ich nicht machen. Kostet nämlich Geld. Scheiße. So. Hm. 128, das variiert. Die Preise variieren anscheinend. Hauen wir es mal weg. Dann hat sich das Geldproblem erstmal ein bisschen gelöst. Aber wir brauchen Nahrung. Ein Turnier gibt es hier nicht. Dann muss ich wohl oder übel, ich kaufe nochmal ein bisschen Korn. Missionen gibt es hier nicht. Das heißt, wir verlassen. Ach, das ist ja sowieso nicht unsere Gegend. Aber wir können ja mal beim Banditenversteck vorbeischauen, ob es jetzt da mehr Banditen gibt, die wir quasi mal eine Runde eliminieren können. Ich weiß auch nicht, was diese Symbole bedeuten sollen. Dass da drei Bauern sind, oder... Könnte sein, drei verschiedene Fraktionen. Einmal vier Mountain-Banditen, Gebirgsbanditen, dann fünf Gebirgsbanditen und Raiders. Zwei Stück. Da lohnt sich ja schon mal ein bisschen mehr. Warten wir mal auf die Nacht.
Aber ich glaube, wenn wir denn diesmal die töten, dann gibt es dieses Versteck auch nicht mehr. Das gibt es auch als Mission. Ich hätte mal... Ach, das ist natürlich jetzt doof. Ich hätte mal... Ach, da war ein Tournament. Ein Turnier. Was ich jetzt auf jeden Fall nicht verkacken darf, ist das zu machen wie letztes Mal. Nämlich, dass ich das Turnier annehme. Oder dieses 1:1 Gefecht. Und ich habe ja keine Energie gehabt, das war echt ein Scherz. So, Bogenschütze. Oh, nö, macht mal selber, du. Attacke! Ah, hier ist er ja schon. Hab ihn gar nicht gesehen. Ich dachte, das wäre ein Baum, der war auch grün. Oh, da steht wirklich einer. Zwei. Der macht das schon. Alle Mann, Hände. Hab da. Geht doch. Ja, wenn ich irgendwann mal dicke Rüstung habe, dann werde ich mich mal auch mal trauen, gegen so einen Banditenanführer mal 1:1 zu kämpfen. Zurzeit geht mir das Überleben, ist mir ein Überleben doch eher wichtiger. Wozu hat man denn Kanonenfutter zum nach vorne schicken? Ich sehe zwei davon zum Bogenschützen. Da hinten läuft einer. Attacke! Macht ihr noch mit? Los, ihr Lemminge. Lauft und tötet. Lauft und tötet. Wo ist der Baum denn schon wieder? Da. Da rennt er hin. Holt ihn euch. Da am Lager. Geht doch. Ach, komm. Was ist das denn? Achso, ist er schon. No. Ich kämpfe keine Duelle. Ich renne weg. Da müssen die anderen. Ah, diese Zweihand-Axt, ich finde die geil. Das müssen wir uns echt merken. Ich glaube, ich behalte die wirklich. Gerade wenn man so von der Seite angreift. Das ist ja ein Vorteil beim Schildwall quasi. Wenn wir einen eigenen Schildwall haben, quasi und der Gegner quasi gegen unser Schildwall prallt, können wir einmal rumlaufen und schön mit der Zweihand-Axt schön wegräumen. Oh, das klingt nach einem guten Plan. Oh, hier ist ein halbnackter. Ein Hillmann, ein Hügelmann. Highwayman. Okay. Ich freue mich auf die deutsche Übersetzung. Bogenschützen haben wir schon 5. Das reicht ja erstmal. Die können wir irgendwie nicht updaten. Keine Ahnung. Wahrscheinlich können wir von denen immer nur 5 haben. Ich weiß es nicht. Ja, keine Gefangenen haben. Oder Gefangenen haben wir schon. Ein Pferd. Warte mal. Gewicht haben wir 410. Wenn das stimmt, ja, kann das Pferd als auch was tragen. Genau, 20. Naja. Ein bisschen Getreide. Rüstung ist nicht besser. Ein Umhang?
Ich bin Batman. Das ist ein Speer. Was für eine Länge hat das? Ist länger als mein anderer. Dann nehmen wir den nochmal. Mal gucken, wie ich damit kämpfen kann. Ja. Jetzt, wo wir den Stoff verkauft haben, sieht es auch wieder geldmäßig ganz gut aus. Ne, das Versteck existiert immer noch. Bloß ist keiner drin. Doch, jetzt ist der Hideout weg. Okay. Also die tauchen, denke ich mal, so nach und nach überall auf. Und wenn du sie nicht beseitigst, dann, also so war es früher, wurde es auch echt lästig. Also. Ich überlege gerade noch, ob ich irgendwie meine Flagge anpassen kann. Hier sieht es gut aus. Ich mache es trotzdem ein bisschen kleiner. Jetzt passt es da, aber hier passt es nicht. Ist egal. Der bleibt jetzt, wie er ist. Ja. Oh. Das Video geht ja schon fast eine Stunde. ja, sorry, dass es so lang wurde. Ja, hier kann man echt, also ich kann hier echt die Zeit verlieren. Also, ja. Macht halt mir echt Laune, das Spiel. Ich hoffe euch auch und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like oder einen Kommentar. Ansonsten haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.